Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei eurem Synology NAS ein iSCSI-Clone erstellen könnt und dies in Windows einbinden könnt. Wir fangen an. Zunächst gehen wir einmal auf unsere Box. So, wir sind angemeldet und wir fangen nun an. Wir gehen einmal hier auf und geben SAN ein. Wichtig, SAN Manager heißt es erst ab dem DS7.0. Vorher hieß es anders. Und zwar, ich glaube, sogar iSCSI Manager. Jedenfalls SAN Manager. Und dann habt ihr LUN und iSCSI. Hier seht ihr schon, es gibt ein LUN 2 und ein iSCSI. Wir fangen jetzt an, wir erstellen ein neues LUN, nennen es einfach LUN Test. Geben dem jetzt SIM Provisioned und SIG Provisioned. SIG Provisioned heißt, er schreibt sofort die volle Größe drauf. Das heißt, wenn ihr jetzt 1 Terabyte angebt, sind sofort 1 Terabyte voll. Und SIM Provision heißt, er nimmt nur den Speicherplatz, der auch wirklich geschrieben wird. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal 100 GB. Und Speicherplatzrückgewinnung kann man anhaken, muss man aber nicht. Hier kann man nochmal kurz nachschauen, was er genau macht. Dann gehen wir auf Weiter. Und dann fragt er, wählen Sie ein iSCSI Target für die LUN aus. Und dann nehmen wir in dem Fall Synology iSCSI Target. Gehen auf Weiter. Auf Alle zulassen. Und auch fertig. Aber er würde das jetzt nämlich jemandem zuordnen. Das heißt, machen was anderes. Wir machen erst ein iSCSI. Gehen auf Erstellen. Nennen es jetzt Target Test. Gehen auf Weiter. Eine LUN erstellen zu dem Target. Und jetzt machen wir auch wieder Test. Machen hier 100 SIM, wie wir eben schon hatten. Gehen auf Weiter. Und jetzt weist er es auch automatisch dem LUN zu. Wir sehen hier Target Test. So, nun müssen wir es natürlich noch verbinden mit dem Rechner. Das heißt, wir haben jetzt zwei LUNs. Wir haben einmal hier unser 100 GB LUN und einmal unser 500 GB. Das heißt, wir geben jetzt hier einmal iSCSI ein. Dann wird der iSCSI-Initiator gestartet. Standardmäßig ist er nicht gestartet. Muss einmal mit Klicken auf Ja aktiviert werden. Dann dauert es ein bisschen. Und er ist verbunden. Und hier geht ihr auf Portale Mittel und gebt einfach die IP-Adresse von eurem NAS ein. Dann gehen wir einmal auf OK, gehen auf Suche und jetzt müssen wir natürlich die richtige FQDN nehmen, weil wir haben eine, die schon verbunden ist und eine noch nicht. Das heißt, hier haben wir minus 11 und hier ist minus 1. 11, 1 und hier haben wir 11 ist das Falsche und hier unten, beziehungsweise hier ist es 11 und hier oben ist es 1, Target 1 und hier ist Target 11. Das heißt, hier geht ihr dann auf 11 und geht auf Verbinden, geht auf OK. Dann sieht man hier verbunden und jetzt müssen wir nochmal auf Rechtsklick, Datenträgerverwaltung. Dann zeigt er euch schon an, dass er ein neues Volume gefunden hat. Ihr geht dann einfach auf GPT oder MBR. Wichtig ist, GPT wird benötigt, wenn ihr Speichergrößen größer als 2 Terabyte anlegen möchtet, weil alles, was größer als 2 Terabyte ist, kann MBR nicht verarbeiten. Wir gehen auf OK. Dann scrollen wir einmal runter und sehen hier unser Volume. Und hier könnt ihr ganz einfach neues, einfaches Volume erstellen. Weiter, weiter, weiter. Genau, Laufwerksbuchstabe könnt ihr machen, wie ihr wollt. Dann weiter. Und hier könnt ihr noch die Formatierung angeben, ob exFAT oder NTFS. NTFS ist das normale Format von Windows. Dann nennen wir es einfach mal iSCSI. Gehen auf Weiter, auf Fertigstellen. Je nach Größe kann es ein paar Sekunden dauern oder auch mehrere Minuten. Wenn man zum Beispiel 1 Terabyte iSCSI erstellt, dann kann das schon mal bis zu einer Stunde dauern. In unserem Fall sind es nur 100 GB. Und jetzt könnt ihr das ganz normal benutzen, als wäre es ein normales Laufwerk in eurem Rechner. Wichtig ist zu beachten, dadurch, dass ihr ja nur 1 GB Anbindung oder maximal 2 GB Anbindung in meinem Fall bei dem NAS habt, ist das natürlich recht langsam. Ich sage es mal, für Daten oder ähnliches überhaupt kein Problem. Oder für Backups, aber für dauerhaft Games oder ähnliches oder Programme drauf laufen zu lassen, ist das zu langsam. Ja, genau. Das heißt, jetzt schmeißen wir es einmal wieder raus. Das heißt, wir gehen jetzt einfach hier hin, gehen wieder auf Trennen und können dann das Volume einfach wieder rausschmeißen. Jetzt sieht man auch wieder, es ist direkt wieder entfernt worden. Eben war es nämlich verbunden und jetzt steht wieder bereit. Und ihr könnt es mit einem neuen Gerät verbinden.
Jo. Das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön.